Meine Damen und Herren, bisschen stehe ich natürlich jetzt unter Druck nach der Einführung. Ich kann Ihnen versprechen, ich werde Sie nicht mit Biochemie und allzu viel Grundlagenwissenschaften hier konfrontieren. Aber ich habe mir gedacht, in Kenntnis von Thomas, den ich noch als Doktoranden in Freiburg schon kennengelernt habe, weiß ich, was danach kommt. Er ist hier ja in Mainz rundum bekannt, nicht nur durch seine Fluglärmaktivitäten, sondern auch durch seine Aktivitäten mit Mainz 05. Von daher glaube ich, dass dein Part, Thomas, dann eher ein bisschen popularwissenschaftlich werden wird. Aber wissenschaftlich, ja, ja. Und deswegen habe ich gedacht, der Pro-Vortrag muss ziemlich wissenschaftlich sein. Nein, Spaß beiseite. Was ich Ihnen sagen möchte, ist, wo stehen wir tatsächlich? Welche klinischen Daten haben wir? Was können wir überhaupt von dieser, in Anführungszeichen, Stammzelltherapie erwarten? Und wie sieht die Zukunft aus, die sicher in der Presse gelegentlich anders dargestellt wurde, was uns auch keine Freude bereitet hat, was durchaus Schwierigkeiten gemacht hat. Wie Sie an meinem Titel schon sehen, fehlt in dem Wort hier die Stamm, in Anführungszeichen, Zelle. Wir wissen heute, dass das, was wir klinisch anwenden bei unseren Patienten, vielleicht 2% Stammzellen sind, zumindest die, die wir aus dem Patienten selbst gewinnen. Die anderen Zellen sind sogenannte mononukleäre Zellen aus dem Knochenmark oder aus anderen Regionen gewonnene Zellen, aber nicht im eigentlichen Sinne Stammzelle, die ja definiert ist als multipotente Zelle, die sich in alle Spezialitäten differenzieren kann. Ich fange gleich an mit dem Bild, vielleicht sehen Sie das nachher auch. Das ist die heutige Sicht der Stammzelltherapie klinisch bei kardiovaskulären Erkrankungen, nämlich dass wir schon ein bisschen auf die Schippe genommen werden dahingehend, dass uns vorgeworfen wird, naja, ihr habt dieses Pferd von hinten aufgezäumt, beziehungsweise den Karren nicht hinter das Pferd gespannt, sondern vor das Pferd gespannt, mit dem Slogan, natürlich regenerieren wir das Herz, das ist natürlich der Wunschtraum, nicht mit artifiziellen und künstlichen Implantaten, sondern tatsächlich endogen. Und das Pferdchen, was da hinten dran steht, das macht sich natürlich lustig und sagt, er weiß überhaupt nicht, was Sache ist und schon gar nicht weiß er, wo es hingeht. Warum ist diese Kontroverse und warum treffen wir überhaupt uns heute zu einer kontroversen Diskussion? Das hängt damit zusammen, dass in den Jahren 2001, 2002, 2003 hier in Deutschland die riesige Diskussion war über embryonale Stammzellen und adulte Stammzellen. Einige von Ihnen werden sich daran erinnern. Das hat natürlich auch in die Politik gespielt. Die christlichen Parteien haben sich ausgesprochen gegen die Verwendung von embryonalen Stammzellen. Deswegen wurden die adulten Stammzellen hochgelobt, zum Teil auch kritiklos hochgelobt. Heute sind wir Gott sei Dank in einem anderen Zustand, weil wir eben nicht nur embryonale Stammzellen haben, sondern auch Stammzellen produzieren können aus ganz normalen, zum Beispiel Hautzellen. Aber das nur am Rande gesagt. Und das war letztendlich auch das Feuer, was die wissenschaftliche Diskussion über Jahre oder jetzt über 15 Jahre tatsächlich am Brennen und am tatsächlich Feuern gehalten hat. Ich habe Ihnen hier mal nur eine Übersichtsarbeit, Sie müssen das alles nicht lesen, zusammengestellt. Das sind verschiedene Studien, die klinisch durchgeführt wurden. Hier 2700 Patienten insgesamt, also wirklich eine breite, in Anführungszeichen, klinische Anwendung. Beim akuten Herzinfarkt, bei der chronischen Herzinsuffizienz über 2000 Patienten, bei der sogenannten refraktären Angina. Das sind Menschen, die Angina pectoris haben, wir aber keine Möglichkeit mehr haben, die Koronardurchblutung durch Stents oder Bypass-Operationen zu verbessern. Und bei anderen Erkrankungen insgesamt annähernd 5000 Patienten in Studien eingeschlossen. Das Gute daran ist, was die Sicherheit angeht, gibt es nicht eine einzige Studie, die gezeigt hat, dass das den Patienten was schaden könnte. Aber was auf der rechten Seite dargestellt ist, wenn Sie mal gucken, die Ergebnisse, die variieren extrem stark. In der Regel wird darüber berichtet, dass sie inkonsistent sind, das heißt kein einheitlicher Effekt nachweisbar. Es gibt ein paar Ausnahmen, die positiv waren. Und letztendlich diese Diskrepanz in den Ergebnissen hat dazu geführt, dass heute eine ziemlich kritische Diskussion um die Zelltherapie entstanden ist. Wenn ich Ihnen das mal grafisch darstellen kann, wie lange sowas tatsächlich dauert, so war, wie Wolfgang Kasper
gesagt hat, 2001 waren die ersten klinischen Anwendungen. Dann wurden unterschiedliche Zellen benutzt, auch aus unterschiedlichen Geweben, zum Beispiel Fettgewebe, was natürlich sofort von der Laienpresse aufgenommen wurde. Wir machen eine Fettabsaugung, wir isolieren daraus die Zellen, geben es dem Patienten mit einem frischen Infarkt. Das heißt, wir machen gleich zwei Dinge. Wir stärken die Herzkraft und reduzieren das Fettgewebe. Auch das natürlich überpointiert. Und einige dieser Wege möchte ich mit Ihnen gemeinsam beschreiten. Und heute sind wir tatsächlich erst an dem Punkt nach 15 Jahren oder 16 Jahren angekommen, dass wir im Moment so eine sogenannte Phase-3-Studie, also eine Studie am Laufen haben, die tatsächlich nachweisen soll, ob die Patienten damit länger leben und besser leben, sowohl beim frischen Herzinfarkt als auch bei der chronischen Herzinsuffizienz. Nun, warum denken wir überhaupt daran, das Herz zu regenerieren? Viele von Ihnen, zumindest die Mediziner, haben im Studium gelernt, das Herz ist ein nicht regenerierendes Organ. Das Einzige, was die Herzmuskelzellen können, ist hypertroph werden, also dick werden unter entsprechender Belastung. Und das ist erst 2009, also 8 Jahre, nachdem schon die ersten klinischen Versuche, diese Regeneration zu stimulieren, gemacht wurden, tatsächlich ohne Widerspruch bewiesen worden. Und wie so häufig haben Katastrophen von der Menschheit verursacht, dazu geführt, dass man das beweisen konnte. Denn Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, zu Zeiten des Kalten Krieges, war die Atmosphäre durch die Atomwaffentests verseucht mit Kohlenstoff 14. Und dieser Kohlenstoff 14 hat eine extrem lange Halbwertszeit, wird nicht abgebaut, baut sich aber in die Zellinformation ein. Und deswegen können Sie, wenn Sie Zellen isolieren und den Gehalt an Kohlenstoff 14 messen, unschwer das Alter dieser Zellen bestimmen. Und das hat man dann in den Ende der 2000er Jahre gemacht und gesehen, dass tatsächlich bei Menschen im Alter unter 50 ca. 1 bis 1,5% der Herzmuskelzellen sich erneuern. Wenn Sie das hochrechnen auf einen 50-jährigen Menschen, dann kann man damit schließen, dass ungefähr 50% der Herzmuskelzellen sich erneuert haben. Leider, und das ist sicher das, was viele hier auch im Saal, einschließlich mir, bewegt, wenn wir dann älter werden, dann sinkt diese Erneuerungsfähigkeit. Und damit mussten natürlich oder müssen auch derzeit die Lehrbücher neu geschrieben werden. Also das Herz ist in der Tat in der Lage, sich zu regenerieren, neue Herzmuskelzellen zu bilden. Und für uns klinische Wissenschaftler, aber auch für die Grundlagenwissenschaftler, liegt es natürlich auf der Hand, wenn die Natur schon so einen Mechanismus erfunden hat, dann ist es an uns, den Mechanismus aufzudecken und möglicherweise in ein Behandlungskonzept für Patienten umzuwandeln, um verlorenes Herzgewebe wiederherzustellen. Das ist der Hintergrund und das ist letztendlich auch die Triebfeder, mitten in der Phase der klinischen Versuche der Zelltherapie publiziert. Das hat sich mittlerweile mehrfach nachweisen lassen und das ist sicher eine sehr, sehr harte Evidenz. Ein einziges experimentelles Bild möchte ich Ihnen zeigen. Diese endogene Regeneration von Herzmuskelzellen kann man durchaus tierexperimentell nachweisen und kann auch nachweisen, dass wir sie mit den Zellen, die wir heute auch klinisch einsetzen, im Tierexperiment, in dem Fall in der Maus, ankurbeln kann. Das ist so eine Serie von Untersuchungen, auch 2011 erst publiziert, also während die klinischen Studien schon gelaufen sind. Und was man gemacht hat, man hat Zellen markiert mit einem Farbstoff hier und einem Farbstoff hier. Das sind die Zellen, die von Geburt an im Herzen waren. Nach einem Herzinfarkt dünnen sie sich aus. Und dann hat man diesen Mäusen, die den Herzinfarkt gemacht bekommen haben, andere Zellen gegeben von der anderen Maus, wo die Zellen mit einem anderen Farbstoff gelabelt waren und hat dann geguckt, was passiert denn mit diesen Zellen und was passiert insbesondere mit dem Herz, das durch diese Zellen oder mit diesen Zellen behandelt wurden. Und da sehen Sie, wenn Sie die Zellen geben, Sie sehen eigentlich relativ wenig an diesen existierenden Kardiomyozyten, aber Sie sehen,
dass eine ganze Menge von sogenannten neu gebildeten Herzmuskelzellen entstehen. Die roten hier finden Sie nirgends. Das heißt, wir wissen mit diesen Experimenten, und das ist auch, glaube ich, das, was wir absolut festhalten müssen, auch als Quintessenz der heutigen Diskussion, die Zellen, die wir unseren Patienten geben, selbst bauen sich nicht im Herzen ein, werden nicht zu neuen Herzmuskelzellen. Alles, was, wenn sie es überhaupt können, ist, dass sie die Neubildung von Herzmuskelzellen im Herzen stimulieren. Heute eine riesige Diskussion darüber, woher kommen diese Zellen? Kommen die daher, dass sich existente Herzmuskelzellen teilen, oder gibt es tatsächlich im Herzen auch beim Menschen sogenannte Stammzellen, die dann proliferieren können? Die Diskussion ist nicht abgeschlossen. Im Moment geht das Pendulum eher dahin, dass man sagt, das sind aus existenten Herzmuskelzellen hervorgegangene Nachfolgezellen. Auch ein Dogma, was bisher völlig undenkbar war, dass eine Herzmuskelzelle sich teilen kann und vermehren kann, ist auch schwer vorstellbar. Sie muss ja dauernd kontrahieren. Wenn sie kontrahiert, kann sie sich de facto nicht teilen. Das heißt, die Vorbedingung für so einen Prozess muss sein, dass die Zellen dedifferenzieren, eine andere Funktion ausüben für eine kurze Zeit, um sich dann zu teilen und dann wieder zu differenzieren. Was dieses Experiment aber wunderschön zeigte, sind zwei Dinge. Die Zellen, die wir verabreicht haben, in dem Fall in der Maus, werden nicht zu neuen Herzmuskelzellen, aber sie können offensichtlich neue Herzmuskelzellenbildung stimulieren im Herzen. Und das ist die Grundlage. Und wenn wir heute darüber nachdenken, was wir machen mit der Zelltherapie am Herzen, dann gibt sich ein sehr, sehr komplexes Bild. Aber eins, was auch sehr viel Sinn macht und retrospektiv einige der Ergebnisse, die einige klinische Studien gebracht haben, tatsächlich auch widerspiegelt. Natürlich müssen die Zellen erstmal ins Herz kommen. Das zeige ich Ihnen gleich, wie wir das machen. Wenn sie dann da sitzen, das hier können wir ausschließen. Also diese Differenzierung zu eigentlichen Herzmuskelzellen funktioniert nicht. Macht auch keinen Sinn, wenn Sie sich vorstellen, wir geben zwischen 10 und 20 Millionen Zellen, von denen vielleicht 5 bis 10% maximal hängen bleiben. Das kann keine Funktionsverbesserung erbringen, weil das Herz mehrere Milliarden an Herzmuskelzellen hat und die Zahl viel zu klein wäre. Aber diese Zellen kann man auch sehen als sogenannte Fabriken, die Faktoren produzieren, die andere Zellen am Überleben halten, oder auch durch Botenstoffe, die wir bisher noch nicht definitiv identifiziert haben, tatsächlich entweder diese kardialen Stammzellen, wenn es sie tatsächlich gibt, aktivieren, dass sie sich teilen, oder aber die existenten Kardiomyozyten zur Proliferation anregen und damit de facto Kardioneomyogenese produzieren. Ich persönlich glaube, dass das ein ganz geringer Mechanismus unserer therapeutischen Bemühungen ist. Wir haben noch viele andere Wege, über die tatsächlich das Herz strukturell und damit auch funktionell verändert werden kann mit der Zelltherapie. Dazu gehören Veränderungen in der Entzündungsreaktion, zum Beispiel nach dem Herzinfarkt, Veränderungen der daraus resultierenden Narbenbildung, wie gesagt Stimuli, die das Überleben von weiteren Herzmuskelzellen fördert. Und was wir, glaube ich, ziemlich sicher sagen können, ist, dass ein Teil dieser sogenannten Parakineffekte zur Gefäßneubildung und damit zu einer besseren Durchblutung beitragen. Da zeige ich Ihnen auch einige klinische Ergebnisse, die sicher, was die Zelltherapie angeht, am weitesten fortgeschritten sind. Nun, wie machen wir das? Wie bringen wir die Zellen ins Herz? Eigentlich relativ einfach beim Patienten. Wir haben drei Wege. Das eine ist, über eine ganz normale Herzkatheteruntersuchung werden die Zellen über den Katheter direkt in die Koronarzirkulation eingespritzt. Ein Teil der Zellen bleibt dann tatsächlich im Herzen hängen, wie gesagt zwischen 2 und 4%. Man kann auch mit einem Katheter direkt in die Herzkammer gehen und mit einer langen Nadel die Zellen, ohne zu operieren, in den Herzmuskel einspritzen. Das ist was, was wir anwenden bei Menschen, die diese refraktäre Angina, also Angina pectoris, trotz bei verschlossenen Gefäßen, die man nicht wieder aufmachen kann. Und ein etwas neueres Konzept ist, dass wir rückwärts über den venösen Ausfluss des Herzens die Zellen rückwärts an den Wirkort bringen.
Das ist was, was weiterhin im experimentellen Status ist. Die zwei Methoden sind vielfach bei diesen, wie vorhin gezeigt, ungefähr 5000 Patienten angewandt. Was für Zellen benutzen wir klinisch? Wir haben, wie gesagt, aus dem Knochenmark, da ist ja das regelhafte Stammzellpotenzial auch für uns Menschen. Das Knochenmark produziert pro Tag zwischen 2 bis 3 Milliarden Blutzellen. Das heißt, da müssen hochpotente Stammzellen zumindest für die Blutzellen vorhanden sein. Da gibt es unterschiedliche Subfraktionen, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, und unterschiedliche Studien. Und wie gesagt, der Großteil dieser Zellen kann in die Koronarzirkulation injiziert werden, weil sie klein genug sind und die Gefäße nicht verstopfen. Bei diesen mesenchymalen Zellen, die sind etwas größer, geht man eher dazu über, sie tatsächlich direkt in die Herzmuskulatur einzuspritzen. Zusätzlich zu den aus dem Knochenmark gewonnenen Zellen, wie hier gezeigt, eine ganze Reihe anderer Versuche, zum Teil aufgrund von experimentellen Ergebnissen, aber alle diese Zellen waren zumindest mal in der Klinik, wenn auch ein Teil schon wieder ausgeschieden sind. Das Fettgewebe hatte ich schon erwähnt. Es gibt sogenannte zirkulierende, man kann aus dem Herzen selber derartige Zellen gewinnen. Ich möchte da jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen. Ich soll Ihnen nur zeigen, dass die letzten 15 Jahre sich nicht darauf beschränkt haben, tatsächlich nur Knochenmarkzellen zu benutzen, aber gleichzeitig Ihnen auch zeigen, das sind, weiß Gott, nicht alles Stammzellen im eigentlichen Sinne, eine kleine Fraktion davon, der größte Teil sind tatsächlich schon differenzierte Zellen. Nun lassen Sie mich insgesamt 3 Krankheitsentitäten mit Ihnen besprechen, weil diesen unterschiedliche Reparaturmechanismen zugrunde liegen müssen und weil wir deswegen wahrscheinlich auch unterschiedliche Therapiekonzepte, wenn wir denn an die Zelltherapie glauben, anwenden sollten. Das erste ist der frische Herzinfarkt, der GAU quasi, wo auf einen Schlag Hunderte von Millionen oder gar Milliarden Herzmuskelzellen zugrunde gehen durch die nicht mehr vorhandene Blutversorgung. Das sieht so aus, wenn man das akut überlebt, dann kommt es hier zu dieser Ausbeulung und im Laufe der Zeit, und das ist das, was wir verhindern wollen, zu dieser Vergrößerung des Herzens, und das kennen Sie alle dann als die chronische Herzschwäche. Und das Ziel unserer Behandlungsmethoden muss sein, dieses auf Neudeutsch bezeichnete adverse Remodeling zu verhindern. Und die Idee ist dabei, dass wir durch die Zellen zum einen die Durchblutung steigern, wissend, dass für dieses adverse Remodeling eine Reduktion der Blutzufuhr, insbesondere im Randbereich des Herzinfarktes, verantwortlich ist und das dazu führt, dass über Monate und Jahre nach dem Infarkt noch zusätzlich Herzmuskelzellen absterben. Das heißt, das Ereignis ist nicht einfach nur ein Hit and Run, sondern es geht weiter und diese Entwicklung der Herzinsuffizienz ist was, was sich chronisch entwickelt, zeige ich Ihnen auch gleich noch ein Beispiel, wie sich das tatsächlich auswirkt. Und über diese Freisetzung von den vorhin erwähnten parakrinen Faktoren wir vielleicht eine funktionelle kardiale Regeneration erzielen können und damit letztendlich die Ausbildung einer Herzinsuffizienz nach einem größeren Herzinfarkt verhindern können. Nun könnte ich hier aufhören und sagen, 2007, erste Meta-Analyse, das macht man immer, wenn man nicht genügend Patienten hat für eine Einzelstudie, fasst man alles zusammen, was publiziert ist. Wenn Sie das mal angucken, fast 1000 Patienten, 3,8%, 3,7% Verbesserung der Pumpfunktion, das ist ungefähr eine Verbesserung um 10 bis 15%. Dazu müssen Sie aber wissen, solche Meta-Analysen bei frühen klinischen Studien haben einen ganz, ganz großen Haken. Sie stützen sich praktisch immer auf selektionierte veröffentlichte Studien, weil in der Anfangsphase experimenteller Therapien auch beim Patienten positive Ergebnisse viel leichter publiziert werden, viel häufiger publiziert werden als negative oder neutrale. Deswegen gilt auch in der Kardiologie der Grundsatz, niemals eine Behandlung zuzulassen aufgrund nur von sogenannten Meta-Analysen, sondern wir sind so verwöhnt mit unseren Therapiemöglichkeiten, dass wir das tatsächlich prospektiv in einer oder zwei Studien nachweisen müssen. Nun wird Thomas Münzel Ihnen nachher sagen, das braucht man doch alles gar nicht. Wir sind so gut mit unserer Herzinfarkttherapie, Patientensterblichkeit mittlerweile 3 bis 4%. Ich werde Ihnen zeigen, dass das zum Teil stimmt, aber nicht ganz.
werde Ihnen zeigen, dass die Patienten, bei denen das eben nicht stimmt, tatsächlich möglicherweise von der Zelltherapie profitieren können und vielleicht sich das auch in eine klinische Verbesserung, bessere Lebensqualität und ein besseres Überleben umsetzt. Warum ist das nicht so? Das Überleben nach einem Herzinfarkt hängt davon ab, wie gut das Herz sich tatsächlich nach dem, was wir standardmäßig machen, also Wiederherstellung der Durchblutung, Wiederherstellung der Sauerstoffzufuhr, Wiederherstellung der Nährstoffzufuhr durch Wiedereröffnen des verschlossenen Infarktgefäßes erreichen können. Und das ist eine uralt Studie, muss man sagen, von fast vor 24 Jahren, die gezeigt hat, wenn man ein Gefäß wiedereröffnet, in dem Fall mit einem Thrombolytikum, also mit einem Medikament, was den Thrombus auflöst, machen wir heute nicht, heute machen wir es mit Stents. Wenn sich die Funktion des Herzens erholt auf Werte zwischen 40% und 60% und ab 60% ist die Pumpfunktion normal, dann haben Sie tatsächlich eine 6-Monats-Mortalität zwischen 2% bis 3%. Da gibt es wirklich wenig zu verbessern. Da können wir eigentlich kaum was erreichen. Aber wir haben diese sogenannte rote Area, wenn die Pumpfunktion aus was für Gründen auch immer sich nicht erholt, obwohl Sauerstoffzufuhr gewährleistet ist, obwohl Nährstoffe hinkommen, das sind die Patienten, die dann danach sterben. Dann sagen Sie, 92, 93, mittlerweile haben wir 2017, es steht ja überall der Infarkt, wenn der Patient in die Klinik kommt, ist kein Problem mehr. Zum Teil ist das richtig, aber auch nur zum Teil. Und das ist ein Bild, was ich Ihnen sehr, sehr gerne zeige. Das zeigt eigentlich die Erfolgsstory der akuten Herzinfarkt. Man unterteilt die in ST-Hebungs- und Nicht-ST-Hebungsinfarkt, ist nicht ganz so wichtig. Das hier ist 1995, 2000, 2005, 2010, 2015. Und was man unschwer erkennen kann, dass im Schnitt bei allen Infarkten, das ist aus Frankreich, die ungefähr die gleiche medizinische Versorgung haben wie wir, sieht man eine dramatische Reduktion der Sterblichkeit innerhalb der ersten 6 Monate von annähernd 15% auf jetzt 3 bis 4%, also wirklich ein großartiger Erfolg. Aber Sie sehen auch, das passiert alles hier in den ersten 10 bis 30 Tagen. Das ist die Folge dieser sogenannten akuten Reperfusionstherapie, Wiederherstellung der Durchblutung. Beim Nicht-ST-Hebungsinfarkt sieht es nicht ganz so gut aus. Da könnte man sich zurücklehnen und sagen, okay, wir brauchen keine regenerative Therapie, warum auch? Problem ist gelöst, es sterben ja wirklich nach 6 Monaten nur noch 3 bis 4%, wenn Sie denn tatsächlich es in die Klinik schaffen. Das ist natürlich nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist die, die ich Ihnen vorhin versucht habe klarzumachen. Wenn die Pumpfunktion sich nicht erhöht und in dem Fall unter 40% Ejektionsfraktion bleibt, dann haben Sie tatsächlich innerhalb des ersten Jahres 27%, fast jeder dritte Patient hat ein zusätzliches Ereignis. Und dann sind wir wieder bei einer Mortalität von 12%. Also jeder achte Patient stirbt tatsächlich nach so einem großen Infarkt. Und das setzt sich auch im Langzeitverlauf um. Und das zeige ich Ihnen, um das erste Dia nochmal mit diesem adversen Remodeling zu demonstrieren. Natürlich in der Akutphase die höchste Sterblichkeit. Aber wenn sich die Pumpfunktion nicht erholt, dann sehen Sie, wie das sukzessive Jahr für Jahr immer weitergeht und quasi eine Linie erzielt und fast 10% Mortalität in dem Fall innerhalb der nächsten 3 Jahre. Also es gibt Patienten, die brauchen zusätzliche Therapien, die sind alle optimal behandelt mit Medikamenten und für die müssen wir neue Therapieformen finden. Nun hilft die Zelltherapie bei den Patienten und das ist eigentlich das, was ich glaube, was uns am meisten Auftrieb gegeben hat in den letzten Jahren. Das ist so eine Analyse, wo man auch mehrere Studien zusammengefasst hat und man guckt einfach, ob unterschiedliche Faktoren den Effekt verbessern oder verschlechtern. Und das, was am meisten hervorsticht tatsächlich, ist die Patienten, die die schlechteste Pumpfunktion zu Beginn der Behandlung haben, das sind die, bei denen sich die Pumpfunktion am deutlichsten bessert, die den deutlichsten Nutzen offensichtlich zu haben scheinen. Okay, das eine ist, Pumpfunktion verbessert sich. Das andere und viel wichtigere ist natürlich, leben die denn auch länger? Und wenn wir andere Behandlungsmaßnahmen mit Medikamenten betrachten, von denen wir wissen, dass sie diesen Remodeling-Prozess günstig beeinflussen, wissen wir, dass die Mortalität senken. Von daher ist es eigentlich nur sinnvoll, die Frage aufzustellen, kann die Zelltherapie durch Verhinderung dieses Remodeling-Prozess die Mortalität reduzieren und auch das Auftreten der schweren Herzinsuffizienz. Das ist,
und das möchte ich festhalten und betonen, bis heute nicht nachgewiesen. Und das ist eine Studie, die wir vor längerer Zeit durchgeführt haben. Da sieht es so aus, dass die Zelltherapiepatienten länger leben und weniger sterben. Aber die Studie ist viel zu klein, um das tatsächlich definitiv zu zeigen. Was sie aber zeigt, und hier kommen wir wieder zurück auf das, was ich eingangs gesagt habe, wenn überhaupt ein Effekt, dann nur bei den Patienten, die tatsächlich sich nicht erholen durch die Standardtherapie des Herzinfarkts. Und genau das ist diese sogenannte Phase-3-Studie, die noch 2 Wochen rekrutiert. Dann haben wir die Rekrutierung abgeschlossen. Wir erreichen nicht ganz die 3000 Patienten, aber wir haben zumindest so viele dann, dass wir in 2 Jahren sagen können, ja, die Patienten profitieren davon oder sie profitieren nicht. Die heißt BAMI-Studie und wird dankenswerterweise, muss man sagen, von der Europäischen Union gefördert. Sie können sich vorstellen, Knochenmarkzellen vom eigenen Patienten, das ist nichts, wo die Pharmaindustrie einspringt. Da kann man nichts mit verdienen, das kann man nicht patentieren. Von daher haben wir uns lange bemüht und letztendlich über die EU fast 7 Millionen Euro gekriegt dafür. Zweiten Punkt mache ich ganz kurz. Das ist diese sogenannte refraktäre Angina, also Menschen, die immer wieder Angina pectoris haben, wo wir aber weder operativ noch per Katheter die Durchblutung verbessern können, häufig mit verschlossenen Gefäßen, mit kleinen Gefäßen, die hochgradige Stenosen haben. Die Patienten haben das Glück, dass sie eigentlich nicht häufiger versterben, aber das Pech, dass sie unter ihren Beschwerden massiv leiden und in der Regel 3 bis 4 Mal pro Jahr ins Krankenhaus kommen, weil sie immer wieder diese Beschwerden haben. Und das ist wahrscheinlich auch der Aspekt der Zelltherapie bei den Herzerkrankungen, der möglicherweise als erstes eine Zulassung erreichen wird, weil hier müssen wir nicht nachweisen, dass sie länger leben, sondern hier müssen wir nur nachweisen, dass die Symptome besser werden. Da gibt es mehrere Studien, ich zeige Ihnen 2 davon. Eine aus Holland, die das initial 2009 schon untersucht hat und zeigen konnte, dass durch die Zellinjektion direkt in den Herzmuskel das Ausmaß der Durchblutungsstörung weniger geworden ist. Und dann wiederum eine zusammenfassende Meta-Analyse von mehreren Studien, die alle mit dem gleichen Produkt und dem gleichen Studiendesign durchgeführt wurden. Sie sehen hier 180 Patienten in der Behandlungsgruppe, knapp 90 in der Placebo-Gruppe. Und hier sieht man eigentlich wunderbar 2 Dinge. Das eine ist, das ist der Placebo-Effekt. Was man hier gemessen hat, ist die Gesamtzeit, die die Menschen zum Beispiel auf dem Belastungsfahrrad ohne Angina pectoris verbringen konnten. Und wenn Sie ihnen nur einfach den Katheter einführen und ins Herz vorführen, ohne irgendwas zu injizieren, dann finden Sie nach 3 und 6 Monaten eine deutliche Zunahme dieser Belastungszeit. Natürlich ist es so, dass Menschen, die sich so einer invasiven Prozedur unterziehen, den Glauben haben, es muss ihnen besser gehen und dadurch auch besser belastet werden. Es gibt ein Medikament, das für diese mikrovaskuläre Angina zugelassen ist. Das heißt Ranexa, das kennen vielleicht einige von Ihnen. Das ist zugelassen worden mit einem Effekt von 38 Sekunden gewonnener Leistungsfähigkeit. Das ist das, was Sie quasi mit dem Placebo-Effekt, wenn Sie so eine invasive Prozedur tun, erreichen können. Warum sage ich Ihnen das? Diese Art von invasiven Studien bedarf immer einer sehr, sehr guten Kontrolle, um nicht dem Trugschluss aufzusitzen, wir helfen dem Patienten, de facto machen wir eigentlich einen ganz anderen Effekt. Sei es drum, der Effekt der Zelltherapie ist deutlich besser, quasi das Doppelte, hier ungefähr 50% Verbesserung. Und das Gleiche sieht man auch, wenn man nur die Patienten rausnimmt, die tatsächlich die Behandlung erfahren haben. Also hier scheint sich tatsächlich ein Effekt zu zeigen. Und im Moment ist zumindest die FDA damit beschäftigt, diese Art der Therapie bei diesen speziellen Patienten vorläufig zuzulassen. Letzter Punkt, und das ist das, wo die Enttäuschung am größten ist, und das ist die chronische Herzinsuffizienz. Und ich denke, jeder hier im Saal kann sich vorstellen, nach dem, was ich Ihnen gesagt habe, was unsere Zellen tatsächlich können und was sie vor allen Dingen nicht können, dass sie so ein Herz umwandeln können in ein normales Herz, ist kaum vorstellbar. Das Weiße, was Sie hier sehen, ist alles Fibrose, Narbe. Da gibt es noch ein paar Inseln mit Herzmuskelzellen. Und hier sehen Sie den normalen Anteil, die funktionierenden Herzmuskelzellen.
Sie können sich vorstellen, durch so ein paar paragrine Faktoren da noch irgendwas zu ändern, das ist extrem schwierig. Und dahingehend zeigen sich auch die Ergebnisse der ersten Studie, die eine erhebliche Streubreite zum einen gezeigt haben und zum anderen auch letztendlich dazu geführt haben, dass wir bei der chronischen Herzinsuffizienz von der einmaligen Gabe von diesen Zellen mittlerweile Abstand genommen haben. Aber wir haben natürlich noch andere Möglichkeiten. In dem Moment, wo Sie die Zellen aus dem Körper haben, können Sie sie natürlich modifizieren, Sie können sie mit Substanzen inkubieren, Sie können sie wilder machen, Sie können sie aktiver machen oder wir können auch hergehen und das Zielgewebe um die Narbe herum entsprechend zu aktivieren, dass es mehr responsiv wird für die Zellen und vielleicht darüber einen verstärkten Effekt erzielen. Das hier, diese Verbesserung, ist tatsächlich durchgeführt worden. Sogenannte Faktoren, die den Zellen beibringen sollten, dass sie leichter zu Herzmuskelzellen werden. Die wurden inkubiert über insgesamt 3 Wochen mit unterschiedlichen Substanzen und dann auch wiederum in einer Pilotstudie Patienten gegeben. Das waren die Nicht-Behandelten, das waren die Zelltherapie-Behandelten. Hier wieder dargestellt, Funktionsverbesserung des Herzens. Eindrucksvoll, alle, die behandelt wurden, scheinen sich zu bessern. Die hier nicht, auch hier wieder kontrollierte Studie, sogenannte Phase-2-Studie, unter dem Namen CHART, vor einem Jahr veröffentlicht. Enttäuschung riesengroß, es zeigt sich überhaupt kein Unterschied, egal was man nimmt, ob man funktionelle Parameter nimmt, ob man Ejektionsfraktionsverbesserung nimmt, zwischen aktiver Behandlung und Kontrolle. Also das Konzept ist vorläufig ad acta gelegt. Was wir verfolgt haben, ist den zweiten Ansatz hier, die Zielregion ein bisschen zu kitzeln auf gut Deutsch. Und wir haben das Glück gehabt, dass wir mit Dornier zusammen ein Instrument entwickelt haben, was einige von Ihnen kennen. Wenn Sie Tennis spielen und einen Tennisellbogen haben, dann gibt es sogenannte Schockwellen, auch für Schulterverletzungen ist das. Wolfgang, du hattest zumindest mal einen Tennisellbogen, wenn ich das richtig weiß. Das ist nichts anderes, als dass man Schockwellen, die Sie übrigens auch vom Nierenstein zertrümmern kennen, aber in viel, viel niedriger Energie auf das Herz ganz gezielt unter echokardiografischer Sicht aufbringen kann, damit eine Region unspezifisch aktivieren kann, mit dem Ziel, dass dort Botenstoffe gebildet werden, die die Zellen leichter anlocken können. Es scheint so tatsächlich, dass dadurch eine homogenere Antwort erzielt werden kann, aber sie bleibt bescheiden mit dieser absoluten Funktionsverbesserung um 3%. Relativ gesehen sind das ungefähr 6-7%. Da sind wir nicht richtig glücklich damit und da müssen wir sicher noch weiter arbeiten. Was heute schon klar ist, ist, dass wir bei der chronischen Herzinsuffizienz viel zu naiv sind, wenn wir glauben, dass wir bei einer chronischen Erkrankung, die über 10, 15, 20 Jahre dauert, mit einer einmaligen Therapie was erreichen können. Man muss das sicher mehrfach hintereinander machen, insbesondere wenn man weiß, dass die Zellen ja selbst nicht zu Herzmuskelzellen werden. Wir konnten das auch retrospektiv bei unseren Patienten nachweisen. Wenn wir sie mehrfach behandeln, dann schneiden sie besser ab, als wenn wir sie einfach behandeln zu dem, was man erwarten würde. Und das ist so die zweite Phase-2-Studie, die im Moment läuft mit ungefähr 650 Patienten, wo wir genau dieses Konzept untersuchen, nämlich eine mehrzeitige Behandlung versus eine einseitige Behandlung, um zu sehen, ob wir damit den Effekt verbessern können. Lassen Sie mich die letzten 2-3 Minuten noch dazu nutzen. Ich habe Ihnen immer gesagt, wir müssen natürlich messen, was passiert. Und wir messen das, indem wir entweder mit Ultraschall oder anderen Methoden die Funktion des Herzens messen. Das sind aber immer Messungen zu individuellen Zeitpunkten. Was wir eigentlich wollen, wir wissen gar nicht, wann die Zelltherapie tatsächlich, wenn überhaupt, einen Effekt hat. Was wir natürlich gerne hätten, ist so einen kontinuierlichen Verlauf, wo wir sagen können, okay, der Patient, der ist ein guter Responder, der antwortet gut auf die Zellgabe und der andere nicht. Und da ist uns Gott sei Dank seit 2, 2,5 Jahren eine Methode zur Verfügung, mit der wir das zweifelsohne machen können. Das ist so ein kleiner Drucksensor, der kommt aus der Flugzeugindustrie. Diese Drucksensoren sind eingebaut in die Zuleitungen, Treibstoffzuleitungen an den Flugzeugturbinen. Das ist so ein Sensor, der hat so eine Platte, die auf Druck reagiert. Den kann man mit einer einfachen Katheteruntersuchung in der Lungenstrombahn verankern, für immer, bleibt dann immer da.
Patienten bekommen eine Matte zu Hause, da legen sie sich jeden Abend drauf und dann wird ein ganz normales Druckprofil webbasiert bei uns auf den Computer übertragen und wir können wunderbar erkennen, ob der Druck im Lungenkreislauf niedriger wird, was dafür spricht, dass das Herz besser pumpt und besser das Blut weiterleiten kann. Ich habe ja mal ein ganz drastisches Beispiel mitgebracht. Das ist ein Patient, bei dem wir eine Mitralklappenundichtigkeit per Katheter verschlossen haben. Und Sie sehen hier, wie die Druckwerte, die hier deutlich erhöht waren, innerhalb von Stunden und Tagen dramatisch abfallen und sich auf einen ganz anderen Level einpendeln. Und das ist was, was wir im Moment bei unseren Patienten mit der Zelltherapie verwenden, um zu sehen, können wir denn mit anderen Methoden vielleicht ein bisschen dem näher kommen. Das sind so die ersten Daten von letztem Jahr, der ersten 8 Patienten. Was man erkennen kann, ja, der Druck scheint ein bisschen abzufallen. Es dauert aber mindestens 3 Monate, bis wir überhaupt was sehen. Wir glauben, dass wir damit die Möglichkeit haben, ein bisschen schneller Behandlungseffizienz entdecken zu können und dann gezielt vielleicht unsere Verfahren zu modifizieren. Abschließend möchte ich natürlich, und das ist auch ausgelegt auf Thomas' Erwiderung gleich, auch da bei der chronischen Herzinsuffizienz gibt es sogenannte Meta-Analysen, die jetzt nicht nach Funktionsverbesserung schauen, sondern nach Sterblichkeit mit allen Einschränkungen. Und Sie sehen, wie die individuellen Studien streuen. Was wir ganz sicher sagen können, ist, dass die Zelltherapie nicht schadet. Dann wäre der Punkt hier, nämlich, dass es schlechter wäre. Und der Punkt liegt auf der linken Seite. Aber nochmals zusammengefasst, vergessen Sie Meta-Analysen bei Pilotstudien, bei experimentellen Therapien. Das ist mein letztes inhaltliches Bild. Im Moment sind wir mit der Zelltherapie, mit den Zellen, die in der Klinik sind, hier. Aber Sie können sich unschwer vorstellen, in Kenntnis der Tatsache, dass das Herz zur Regeneration eigentlich fähig ist, dass wir bisher mit der Zelltherapie diese Regeneration vielleicht nicht so angestoßen haben, wie wir das wollten, gibt es natürlich unendlich viele derzeit noch in der experimentellen oder Phase 1 und 2 klinisch befindlichen Stadien, sodass mir eigentlich nicht bange ist, dass wir tatsächlich, auch wenn unsere Zelltherapie im eigentlichen Sinne nicht den Durchbruch bringt, wir in der Zukunft mit anderen, möglicherweise auch anderen Zellen, direkter Reprogrammierung, das war das, was Wolfgang Kasper angesprochen hat, oder MikroRNAs, einen Effekt erzielen können. Schlussbild. Eigentlich hatten wir gehofft, dass die Zelltherapie das hier macht. Ich hoffe, ich habe Sie davon überzeugt, dass das Humbug ist. Das ist nicht so. Es ist sicher ein Mythos und keine Realität. In kleinen Schritten glauben wir uns aber, dem zu nähern. Und damit mein letztes Bild, wo ich mich bedanke, insbesondere bei Stefanie und bei Birgit Asmus, die die klinischen Studien macht. Und natürlich geht das nur, wenn Sie einen unglaublichen Support haben von entsprechenden Geldgebern. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt, was der Thomas mir zu entgegnen hat. Dankeschön. Ja, Andreas, vielen Dank für diesen wirklich sehr interessanten, ausgewogenen Vortrag. Und du machst es dem Opponenten sicherlich nicht leicht mit dieser ausgewogenen Darstellung. Ich möchte aber, weil so viele Sachen jetzt von dir erwähnt wurden, vielleicht dem Auditorium kurz die Möglichkeit geben, gibt es hierzu direkt Fragen? Ja, bitte. Laut. Placebo-Kontrolle ist ja nicht so ganz fair. Also es könnte ja sein, dass der Stich ins Herz einen Effekt hat. Müsste man nicht fairerweise differenzierte Zellen injizieren als Kontrolle und keine Stammzellen? Wo man einfach nur das Medium, in dem die Zellen drin waren, injiziert hat. Und wir haben in der Kardiologie eine lange Vorgeschichte. Erinnern sich vielleicht, es gab früher mal einen großen Hype, irgendwo piepst das, um die sogenannte Laser-Rekanalisation. Da hat man genau diese Kanäle mit dem Laser ins Herz geschossen und hat eigentlich nichts davon gesehen. Von daher
Was das? Kann sein, dass das war. Von daher hat das keinen Effekt gehabt. Also ich glaube schon, dass wenn überhaupt, dann muss man diese Injektion tatsächlich als Placebo bezeichnen, ohne dass es einen anhaltenden Effekt am Herzen selbst hat. Darf ich noch mal fragen? Sie sagen, es sind ja vielleicht Substanzen der Zellen, die wirken. Warum macht man keine Zellkulturen im großen Umfang, isoliert dann diese Substanzen? Das ist eine laienhafte Frage. Und nimmt dann diese Substanzen und verzichtet auf die Zellen? Ist absolut keine laienhafte Frage und ist natürlich, was viele machen und gemacht haben. Unter anderem auch hier in Deutschland, der Kai Wollert hat eine schöne Arbeit publiziert in Nature Medicine, der einen Faktor identifiziert hat. Der Nachteil ist, dass wir wissen, dass die Zellen zumindest 3 bis 4 Wochen vor Ort sein müssen. Und wenn man einfach nur die Substanzen injizieren würde, brauchen wir zusätzlich noch Möglichkeiten, wie wir tatsächlich dafür Sorge tragen, dass die 3 bis 4 Wochen vor Ort wirken. Wir wissen zum Beispiel, dass Insulin-Growth-Faktor, klassischer Überlebenssignal-Transduktions-Pathway, das ist das, was Arnold Schwarzenegger früher genommen hat, auch um seine Muskeln zu verstärken. Das machen die Zellen in großen Mengen, aber das alleine reicht nicht aus. Man geht heute davon aus, dass es eher so dieses Potpourri oder die Mixtur von unterschiedlichen Faktoren ist, die gleichzeitig dann noch mindestens 2 bis 3 Wochen vor Ort wirken müssen, um diesen Mechanismus zu bewerkstelligen. Es gibt allerdings experimentelle Untersuchungen, die im Moment laufen, wo man diese Wachstumsfaktoren an Kollagen gebunden hat und das Kollagen dann von außen mehr oder weniger auf das Herz injiziert und damit hofft, so eine kontinuierliche Träufelung des Herzmuskels zu erreichen. Da stehen aber die klinischen Daten noch aus. Wie machen Sie es denn rein praktisch in Ihrer Klinik in Frankfurt? Es kommt der Patient mit einem akuten Myokardinfarkt, kommt er in die Münzelabteilung oder in die Zeyer-Abteilung? Wie ist das rein praktisch zu bewerkstelligen? Also grundsätzlich hängt das natürlich davon ab, wohin der Krankenwagen fährt. Und ich denke, kaum ein Patient geht über den Rhein. Nein, aber Spaß beiseite. Was wir machen ist, wir machen die akute Infarktbehandlung absolut standardmäßig, wie es sich gehört. Das heißt, so schnell wie möglich Revaskularisation mit Stentimplantation und entsprechender Versorgung. Und dann warten wir 4 bis 5 Tage, ob die Herzfunktion sich wieder erholt. Und ungefähr 40-45% der Menschen, die tatsächlich mit einer Funktion unter 40% akut ins Krankenhaus kommen, die erholen sich innerhalb von den 3-4 Tagen wunderbar. Und da braucht man nicht drüber nachdenken. Und die anderen, die behandeln wir dann, und das ist relativ, wenn Sie wollen, im Rahmen von Studien in der Regel, weil es immer noch, muss man auch sagen, eine experimentelle Therapie ist. Man darf das nicht verkaufen als klinisch anwendbare Behandlung. Das Machen selbst ist total einfach. Wir punktieren hier mit dem Beckenknochen, nehmen ungefähr 40-50 Milliliter Knochenmarkaspirat. Das kann man mit Lokalanästhesie machen. Wenn man mehr nimmt, entsteht ein Vakuum. Das tut dann sehr, sehr weh, wollen wir eigentlich vermeiden. Dann geben wir dieses Knochenmarkaspirat bei uns in den Blutspendedienst, der direkt neben der Klinik ist. Dort werden die Zellen innerhalb von 2 Stunden isoliert und dann kriegen wir das Zellpräparat zurück und der Patient muss dann nochmal in den Katheter und die Infusion über den ganz normalen Koronarkatheter ist eine Sache von 10 Minuten. Also vom Handling und vom Machen ist es relativ einfach. Es ist viel wichtiger, tatsächlich nur die Patienten auch zu behandeln, von denen wir glauben, dass sie einen Effekt haben könnten. Und dazu hilft uns dieses Zuwarten wunderbar. Also Herr Thomas hat auch an der großen Studie mitgemacht, die wir 2005 oder 2006 zusammen gemacht haben. Und da habt ihr das Knochenmark hier aspiriert. Dann ist es mit dem Taxi in den Blutspendedienst nach Frankfurt gefahren und am Nachmittag sind die Zellen zurückgefahren worden. Einfache Frage. Was nützt mir, die haben ja über Zustände gesprochen, wo die Durchblutung nicht funktioniert hat oder nicht so funktionieren soll, wie sie mal funktioniert hat. Bei chronisch verschlossenen Gefäßen. Ja, bei chronisch oder auch bei akuten, der Zustand nach akut. Was nützen mir Zellen, bei denen mehr oder weniger die Durchblutung nicht funktioniert? Das ist doch
für mich schwer nachvollziehbar. Wir haben ja keine Myokarditis, da kann ich mir das vorstellen, aber das ist auch ein extra Thema. Also da, wo die Durchblutung akut oder auch chronisch oder wie auch immer gestört ist, habe ich Schwierigkeiten, mir vorzustellen, was mir die Zellen, die also unterstellt neu regeneriert werden, nützen sollen. Also beim akuten Infarkt machen wir das immer dann, wenn das Gefäß wieder eröffnet ist. Das ist eine Vorbedingung. Gefäß muss wieder eröffnet sein und die Blutzirkulation in dieses Infarktgebiet muss erhalten sein. Bei der refraktären Angina, wo ich die Patienten, die ich gezeigt habe, oder die Studien, die ich gezeigt habe, da gibt es immer praktisch Randbereiche, in denen das gerade so am Hin- und Herkippen ist. Deswegen bekommen die ja auch unter Belastung ihre Angina pectoris. Das heißt, sie haben noch eine Ruhedurchblutung, die ausreicht, aber dann unter Belastung eben nicht mehr. Und in diese Randbereiche injiziert man auch mit dem Katheter die Zellen. Das kann man sehr schön mappen. Die ist ja... Also die Blutzufuhr muss zumindest zum Teil gewährleistet sein, das ist völlig klar, sonst werden die Zellen ja auch nicht überleben, können sie auch nicht. Aber das ist ja. Wenn Sie einen Infarkt reperfundieren, haben Sie ja wieder eine normale Durchblutung. Aber das Infarktgewebe ist trotzdem abgestorben. Ich denke, wenn überhaupt keine Durchblutung mehr ist, dann ist es der Endzustand, dann ist es die Narbe, dann ist das, was Professor Zeyer gesagt hat, dann macht es das überhaupt nichts, dann macht es keine Effekte. Ich glaube, Durchblutung, die in körperliche Ruhe ausreicht, reicht dann eben bei Belastung nicht mehr aus. Ja. Ja, also ist doch ein Durchblutungsproblem. Bei der refraktären Angina pectoris. Und das möchte man stimulieren, verbessern, die Durchblutung. Die Durchblutung? Ja. Ja, aber Sie sprechen auch von Zellen. Ja, die Zellen bringen wir dahin und die Zellen setzen Substanzen oder Faktoren frei, die eben zur Gefäßneubildung beitragen und auch den Gefäßtonus und die Durchblutung verbessern. So stellt man sich das vor. Ich glaube, wir sollten es jetzt nicht vertiefen. Danke, Andreas. Jetzt wollen wir den Opponenten zu Wort kommen lassen, unseren Lokalmatador, Professor Münzel. Er ist von 88 bis 95 in Freiburg ebenfalls gewesen und ist dann 95 bis 2004 in Eppendorf bei Professor Meinertz in seiner Funktion als Oberarzt gewesen und ist dann hier 2004 zum Ordinarius berufen worden. Er hat sich viel mit den Auswirkungen von oxidativem Stress auf Endothelfunktion beschäftigt. Oxidativer Stress bei allen kardiovaskulären Risikofaktoren und zuletzt nachgewiesen in einer aufsehenerregenden Studie, dass Fluglärm über oxidativen Stress die Endothelfunktion schädigt. Mhm. Und er wird uns jetzt sagen, warum er Knochenmarksfunktion nur einmal hier in Mainz gemacht hat und warum er davon überhaupt nichts hält. Also ich bin gespannt auf deine Ausführungen. Ja, lieber Wolfgang, lieber Herr Junge, lieber Andreas, vielen Dank für die Einladung hier zu diesem kontroversen Thema. Vielleicht mal ganz kurz zu Professor Kasper. Ich bin froh, dass er bei mir in der Truppe jetzt mit dabei ist. Und vielleicht mal ganz kurz, wie das war. Wir waren in einer Weinstube in Mainz und dann ist Wolfgang kurz mal rausgegangen und dann habe ich seine Frau gefragt, was macht denn der Wolfgang, wenn er in Rente ist? Zwei Monate später ist er in Wiesbaden pensioniert worden. Dann hat sie gesagt, da mache ich mir auch schon Sorgen, der Rasen ist ja gleich gemäht und dann hat er noch 5-6 Tage, da weiß er wahrscheinlich nicht, was er machen soll. Und da habe ich gesagt, frag ihn doch mal, ob er nicht in unsere Klinik kommen will. Und das hat er dann gemacht und ich habe ihn überzeugt, dass er Golf spielen muss. Und das macht er ganz, ganz hervorragend. Jetzt, Andreas, tut mir ein bisschen leid. Er hat ja versucht, elegant das Scheitern eines Konzeptes die letzten 14, 15 Jahre Ihnen gut zu verkaufen, aber es ist eine Sache, der ich mich eigentlich nie gewidmet habe, weil ich vielleicht auch anders erzogen worden bin als er. Also ich bin streng pharmakologisch erzogen, es gibt hier experimentelle Befunde, man hat eine Substanz und da gibt es Dosis-Wirkungskurve und da gibt es Effekte und die Effekte sind reproduzierbar und dadurch übertragbar dann auf den Menschen und wenn es im Tier 100% sicher ist, dann gehe ich auf den Menschen. Er hat es ja gezeigt, man hat das Pferd von hinten aufgezäumt. Das finde ich ein ganz tolles Bild, Andreas, aber du hast nicht nur von hinten aufgezäumt, sondern du hast es auch aufs falsche Pferd gesetzt. Da möchte ich dich jetzt davon überzeugen. Und er hatte gesagt, Meta-Analysen sind schlecht von Pilotstudien. Es gibt auch Leute, die sagen, Meta-Analysen sind generell schlecht. Also er hat gezeigt, die Meta-Analyse verbessert vor allem bei den schlechten Herzen die Pumpfunktion um 3-5% mehr ist so nicht.
Und Pilotstudien, Meta-Analysen sind schlecht, aber wenn es mehrere Studien gibt, ich mache eine Meta-Analyse, dann ist das besser. Es gibt aber den Peter Slide, kann ich mich noch gut daran erinnern, der hat Ende der 90er beim American Heart gesagt zu Meta-Analysen, Bad Analysis, Worse Analysis, Meta-Analysis, also egal, ob es um Pilotstudien geht oder nicht. Also bei Infarkten geringe Verbesserung der Pumpfunktion, bei refraktärer Angina pectoris ein relativ kleiner Bereich, wo es wenig Patienten zumindest in Mainz gibt, wahrscheinlich gibt es bei euch ein bisschen mehr. Und bei Herzinsuffizienz habe ich gedacht, er kann uns ein bisschen mehr positive Dinge zeigen, aber das insgesamt ist enttäuschend. Also ich glaube, das sage ich jetzt und ich hoffe, er ist mir nicht übel da, dass dieses Konzept insgesamt doch gescheitert ist. Beginnen möchte ich jetzt mit einem schönen Bild aus Mainz. Da sieht man jetzt Andreas hier auf der linken Seite, auf der rechten Seite Wolfgang. Und dann ich noch mit dabei und Professor Meinertz und Professor Jussen. Interessanterweise, warum ist der Professor Meinertz nach Mainz gegangen und der Professor Kasper? Das hing ein bisschen mit dem Nachfolger vom Herrn Schölmerich zusammen. Und soweit ich weiß, hat der Professor Meinertz dann gesagt zum Wolfgang Kasper, geh du doch mal zum Just nach Freiburg und guck, wie es da läuft. Also er hat den Wolfgang vorgeschickt und ist dann hinterher nachgekommen. Und dann haben sie beide das Erfolgsrezept für Freiburg damals mitbegründet. Wirklich eine ganz tolle Klinik. Und ich habe es dem Andreas gerade nochmal gesagt, dass wir unglaublich erfolgreich waren. Wir haben nicht nur gearbeitet, sondern wir haben auch Fußball gespielt. Unser Lieblingsgegner war Tübingen mit dem Herrn Karsch, der Spielführer. Und ob Sie es glauben oder nicht, Professor Just hat in einem Spiel, im Auswärtsspiel in Tübingen sogar ein Tor geschossen, hat einen Elfmeter versenkt. Also insofern war das eine Sache, die uns auch beschäftigt hat, nicht nur die Studien. Also ich habe jetzt die Kontraposition und hier sehen Sie praktisch alles, was Stammzellen Positives bewirken sollen. Ich werde mich jetzt allerdings nur auf den Herzinfarkt insgesamt beschränken, damit Sie mal sehen, wie so eine Zelle aussieht. Das ist vielleicht auch nicht schlecht, dass man weiß, wie eine Stammzelle konzipiert ist. Und das ist jetzt ein Bild, wird Andreas staunen. Das habe ich nämlich auch, das hat er mir nämlich bei seinem letzten Vortrag, wo ich mit dabei war, auch geschenkt. Und dass das tatsächlich so ist, da gibt es tolle Mausuntersuchungen. Stammzellen können Leben auch für Menschen verlängern. Scientists injected mice, die normale 21 Tage leben, Stammzellen, dann sind sie 70 Tage alt geworden. Das entspricht, wenn ich es einem 80-Jährigen injiziere, dass er 200 alt wird. Also ich weiß nicht, Andreas, vielleicht weißt du, was für Zellen das waren, aber das ist natürlich eine Sache, die ist ja sensationell. Nun, Andreas hat es gezeigt mit seinem Schema, und das ist genau das gleiche, im New England Journal publiziert, wenn ich einen Infarkt habe, dass hier Myokardareal ausfällt. Und vor allem ist so, dass dann durch diese Remodeling-Effekte aus einer Narbe dann im Prinzip eine Kammer wird, die komplett schlecht kontrahiert, so ein globales Remodeling. Und das ist ein Prozess, den wir halt durch diese Zellen injizieren wollen. Ich habe eigentlich immer gedacht, Andreas, das Konzept initial war schon, dass wir Zellen injizieren, dass die sich in Myozyten umwandeln und im Endeffekt dann die Pumpfunktion verbessern. Aber er hat es ja auch indirekt gesagt, dass man geht eher davon aus, dass es mehr so parakrine Effekte sind, also möglicherweise, dass die Stammzellen im Myokard eine Entzündungsreaktion hervorrufen, die dann zum einen eine Angiogenese machen oder eventuell auch die Bildung von Kardiomyozyten dann stimulieren. Also die Frage ist, welche Rolle spielen hier die Stammzellen? Und es gibt von dem Herrn Anversa mehrere Studien, die publiziert worden sind. Und ich denke, dass sie möglicherweise auch mit einer Basis gebildet haben, dass die Stammzelltherapie ins Laufen gekommen ist. Also Studien hat er gezeigt, Nature publiziert, dass Bone Marrow Cells praktisch de novo Myokardium 68% in einer infarzierten Region erzeugen können. Wichtig auch nochmal, dass das Herz sich seine Myozytenkompartment insgesamt 8-mal erneuert. Das ist natürlich eine Sache, die Andreas deutlich geringer quantifiziert hat. Und ich werde nachher sagen, warum das so ist. Stammzelltherapie in Deutschland, das waren im Prinzip die drei Gruppen. Und die Frage ist, welche Zellen können verabreicht werden? Das ist jetzt von der Frau Dimmerland in Frankfurt. Es geht in erster Linie hier in meinem Vortrag um diese Bone Marrow Zellen. Und wie soll man Stammzellen verabreichen? Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Das eine ist, dass sie in DNA-Café gehen und sich einen Stammzellburger servieren lassen, einen Petri-Dish-Appetizer to start. Und das andere ist, dass es vielleicht einen Stammzell-Smoothie gibt. Also das ist auch eine Sache, die interessanterweise auf dem Markt zu haben ist. Er hat es kurz gezeigt, wie das
funktioniert, also entweder in die Koronarterie hinein oder intramyokardial injizieren oder von außen durch den Chirurgen. Also man versucht, in die Narbe hineinzukommen. Und das populärste war sicherlich die intrakoronare Infusion. Und das ist jetzt der Herr Strauer mit seinem ersten unter Patienten, wo er das Ganze dann publiziert hat. Ich glaube, das war dann in der DMW, in der Kasuistik. Da sieht man praktisch das Problem nach Infarkt und nach Stammzelltherapie sieht man hier die Durchblutung komplett normalisiert, wobei es natürlich schwierig zu differenzieren ist, wenn es ein Patient ist, war das jetzt die normale Herzinfarkttherapie oder waren es die Stammzellen, die im Endeffekt da was Positives bewirkt haben. Professor Meinertz, kann mich noch gut daran erinnern, ist eine Frühbesprechung gekommen und hat gesagt, stellt euch vor, der Herr Strauer hat Stammzellen in die Koronartee injiziert, der muss doch verrückt sein, der weiß doch gar nicht, was aus diesen Zellen wird, vielleicht wird daraus auch Knochen. Und es gibt tatsächlich auch Berichte, die gezeigt haben, dass die Stammzellen dort in Knochen auch differenzieren können. Nur der Herr Strauer hat einen Verdienstorden bekommen für seine Stammzellforschung und dann gab es mehrere Studien. Andreas hat es schon angesprochen, er war mit der erste dann auch, der Circulation dann die Topcare-AMI-Studie publiziert hat, bei 20 Patienten deutlich bessere EF in der stammzellenbehandelten Gruppe, also die Pumpfunktion war deutlich besser. Dann kam es der Helmut Drechsler und der Kai Wollert, die im Lancet publiziert haben, die Boost-Studie, wo sie gezeigt haben, dass die Pumpfunktionsverbesserung im Endeffekt bei 6% liegt. Und das ist das Protokoll, was der Andreas angesprochen hat, wo ich dann irgendwann beschlossen habe, es ist mir insgesamt zu aufwendig, die Knochenmarks, Punktion, Präparation der Zellen, alles. Und muss dazu sagen, dass ich auch nicht hundertprozentig von diesem Konzept überzeugt war und deswegen da nicht so mitgezogen ist wie Andreas. Auf jeden Fall war es so, dass die Studie von Herrn Drechsler positiv war, aber larger trials are needed to address the effect on clinical endpoints. Also das war aufgrund der kleinen Studie sicher berechtigt. Andreas hat dann New England Journal publiziert, die Ejektionsfraktion hat sich um 2,5% verbessert bei denen, die mit Stammzellen behandelt worden sind. Also wenn man so will, ein Riesenaufwand und wenn man so will, doch ein relativ kleiner Effekt. Aber was er hat schon angesprochen, was er ebenfalls gesehen hat, ist, wenn die Leute eine deutlich eingeschränkte Pumpfunktion hatten, dass sie dann von der Stammzelltherapie besser profitiert haben. Also auch hier Large-Scale Studies are warranted, weil das zwei doch relativ kleine Studien waren, aber damals auch schon in der gleichen Ausgabe, wo der Andreas mit seiner positiven Studie war, eine Studie aus Norwegen, die negativ war, gell, von Lunde, die gezeigt haben, wenn ich Stammzellen injiziere, dass praktisch, egal ob ich jetzt einen Speck mache, ob ich Echo mache oder einen Kernspin, keine messbaren, signifikanten Effekte auf die Pumpfunktion zu messen war. Und es gibt auch, sagen wir mal, eine Cochrane-Analyse, die nochmal geguckt hat, wie ist es denn mit diesen, also es ist natürlich jetzt eine Meta-Analyse, muss ich dazu sagen, wie ist es denn mit diesen Effekten und was hat es mit dem Studiendesign zu tun? Das werden Sie gleich noch erfahren, warum das möglicherweise auch wichtig ist. Man hat einfach gesehen, je mehr Discrepancies im Design gibt, in den Methoden oder in den Ergebnissen, umso stärker ist der Effekt, den man festgestellt hat, auf die Pumpfunktion. Also eine Sache, die man sicherlich auch mit berücksichtigen muss. Wichtig ebenfalls, dass, was mich dann sagen wir, etwas irritiert hat, dass man unterschiedliche Methoden genommen hat, um die Zellen zu präparieren. Also man muss ja davon ausgehen, wenn ich eine Stammzellpräparation habe, es muss eigentlich immer die gleiche sein, sie muss in der gleichen Konzentration gegeben werden. Es gab relativ wenig Dosis-Wirkungskurven damals und insofern war es vielleicht nicht überraschend, dass manche Studien positiv waren und manche negativ. Und ich habe damals auch immer gesagt, werden einfach Birnen mit Äpfeln verglichen. Man hat unterschiedliche Methoden, um die Zellen zu präparieren. Da kann im Endeffekt ja auch nichts Einheitliches rauskommen. Und ich, Rudi Busse, der, wenn man so will, mein Ausbilder auch in Freiburg war, in den Zeiten, wo ich noch in der Physiologie beim Herrn Bassange war, mit dem hatte ich auch mal drüber gesprochen, er hat gesagt, Thomas, wenn du mich fragst, sind diese Zellen nichts anderes als Makrophagen. Also auch dieses Konzept hat er geglaubt, man macht mit den Stammzellen eine Entzündung im Herzen und diese Entzündung wird pro-angiogenetisch, es werden mehr Gefäße ausgebildet und über das kann man dann die moderate Verbesserung der Pumpfunktion erklären. Und das Problem ist halt, was wird aus den Zellen? Hier sehen Sie eine schöne Stammzellen, but I'm so confused. You know, when I was a little stem cell, I didn't know what I wanted to be either. Also dieses Konzept, dass ich als Stammzellen ins Myokard infundiere, intrakoronar, dass sie sich umwandeln
in kontraktile Myokardzellen ist sicherlich irgendwas, was man dann relativ rasch, glaube ich, erkannt hat, dass das nicht funktioniert. Beim Schneemann ist so, dass die Stammzellen relativ einfach zu erkennen sind, weil sie nämlich vom Himmel kommen. Also da ist die Definition, glaube ich, relativ easy. Und was ich auch interessant war, ist, der Herr Wollert hat auch mal ein Bild gemacht mit markierten Zellen, wo denn die Stammzellen hingehen. Und das Interessante war, ist wahrscheinlich auch nicht anders zu erwarten, dass 1-2% der Zellen, die ins Herzkranzgefäß injiziert werden, dann auch im Herzen hängen bleiben. Also die 98% gehen an die Leber und im Endeffekt in die Milz. Sind die angewandten Techniken sicher? Jetzt kommt ein ganz gemeines Bild, aber wenn ich halt Kontrapunkte machen soll, ich habe selber keine Wissenschaft gemacht in dem Bereich, er hat es ja schon angekündigt, da muss man halt populistisch agieren, aber ich habe mich bemüht, keine Fake News einzubauen oder Fake Studien, sondern einigermaßen bei der Wahrheit zu bleiben. Also hier, wenn man zum Petrus kommt, wirst gefragt als Engel, Partial Birth Abortion, no Stem Cell Research. Also das ist natürlich Dinge, das ist ein harter Tobak, die da gezeigt werden. Und die Frage ist, er hat es ja schon beantwortet, die Zelltherapie ist auf jeden Fall sicher. Das ist eine Sache, die 100% nachgewiesen worden ist. Echo in der Presse, die magische Stammzellenshow und das in der Zeit online damals, 2003, 2004, schon die diskrepante Diskussion, dass man Stammzelluntersuchungen macht, wo die Wissenschaft sich nicht ganz einig war, Experimente am Herzen, da hat man nochmal gezeigt, dass der Herr Strauer praktisch einer Rentnerin geholfen hat. Und der Düsseldorfer scheint Wunder am Fließband zu produzieren. Fast 70 Infarktpatienten hat er mittlerweile mit Stammzellen traktiert. Also das war zumindest mal eine aufregende Serie, die der Herr Strauer hier gezeigt hat. Aber das Problem ist, und das muss man auch mit der Stammzelltherapie, glaube ich, verknüpfen, dass es doch Studien gab, wo die Ergebnisse nicht valide waren, wo herausgekommen ist, dass die Studienerhebung nicht konsistent war, dass möglicherweise auch an den Daten gedreht worden ist. Und dann die Papers vom Herrn Strauer, nachdem er in Rente war, sind angeguckt worden. Hunderten von Fragen über die Integrität von Stammzellforschung. Und der Andreas hat damals das auch kommentiert. Es ist in der Tat mehr als beängstigend und enttäuschend zu erfahren, dass das Ausmaß der Unvollkommenheit bei der Meldung klinischer Daten durch die Gruppe von Strauer enorm ist. Dies wird ein weiter wichtiger Schlag gegen ein aufstrebendes Feld sein. Zellbasierte Therapien heben enorme Erwartungen auf, scheinen aber von verantwortungslosen klinischen Wissenschaftlern, die ausschließlich auf eigene Agenda fokussiert sind, gelähmt zu sein. Also das ist schon eine Sache, mit der man zumindest diskutieren muss. Auch der Herr Anversa gab es einen Retraction Watch. Auch er hat eine Arbeit publiziert mit dem Herrn Los Calzo zusammen, wo man zurückziehen muss. Also die Aussage hat Andreas ja relativiert. Also es wird nicht 8-mal umgesetzt, sondern vielleicht 1-2-mal innerhalb des Lebens. Das ist der Artikel, der dann zurückgezogen worden ist und jetzt genau gerade publiziert worden, dass im Endeffekt dieses Stammzelllabor dem NIH 10 Millionen Dollar zurückgeben muss, weil es praktisch Förderung bekommen hat aufgrund von Daten, die nicht, sagen wir mal, ehrlich erhoben wurden. Und dann nochmal ein Stammzellskandal von einer Japanerin, die praktisch behauptet hat, wenn ich normale Zellen stresse, dass ich daraus pluripotente Stammzellen machen kann mit einem relativ einfachen Ansatz. Also das ist eine Sache, die sicherlich, sag mal, die Stammzellforschung nicht erleichtert hat. Dann mal kurz ein Review, der in Nature publiziert worden ist, das können Sie jetzt nicht lesen, wo es im Endeffekt um die ganzen Studien geht, die im Bereich Herzinfarkt und Pumpfunktionsverbesserung publiziert worden sind. Also wenn es um das Outcome geht, negativ, negativ, not applicable. Das heißt, es waren relativ kleine Studien, negativ. Also im Prinzip ist schon so, dass die Ergebnisse insgesamt doch etwas enttäuschend waren. Es gibt ein Konsensus-Paper vom Andreas, wo auch er selbst zugibt, since 2006, Advance in the Field has been small. Und es gibt auch ein Konsensus Report jetzt in Circulation, der nochmal festgehalten hat, dass es keine relevante Transdifferenzierung von diesen Zellen in Kardiomyozyten gibt, keine relevante Regeneration durch herzresidente Stammzellen, extrem niedrige Kardiomyozytenproliferation, also 1% statt 8%. Die Studien zeigen
dass eine Infusion oder Injektion von Zellen unterschiedlichen Ursprungs positive Effekte nach Infarkt vermittelt, wobei die Effekte meiner Meinung nach sehr gering sind. Und das, was Andreas auch angesprochen hat, sind vor allem parakrine Effekte dafür verantwortlich. Der Herr Wollert hat jetzt die BOOST-2-Studie im European Heart Journal publiziert, hat unterschiedliche Konzentrationen, vorbestrahlte und nicht vorbestrahlte Stammzellen genommen und hat gesehen, dass praktisch egal welchen Ansatz ich wähle, die Ejektionsfraktion nicht signifikant verbessert. Also im Prinzip auch hier wieder kleine Patientenzahlen, 30 pro Gruppe, unterschiedliche Präparationsprotokolle, was mir vielleicht auch sagt, vielleicht sehe ich das auch falsch, Andreas, dass man immer noch nicht genau 100% weiß, wie man die Zellen vorbereiten muss, damit sie im Endeffekt dann wirken. Meiner Meinung nach, kann sein, dass ich das schon wieder falsch sehe, muss man zurück zur Bench gehen und die Mechanismen genau aufklären, über die man zuverlässig die Pumpfunktion von infarzierten Herzen verbessern kann. Und Andreas hat schon angesprochen, brauchen wir überhaupt Stammzelltherapie beim Herzinfarkt? Und das sind die tollen Daten, die es von unserem Herzreport gibt, was nochmal zeigt, dass die Sterblichkeit im Rahmen vom Herzinfarkt dramatisch zurückgegangen ist. Schauen Sie sich das mal an, seit 1990 auf diese Zahlen bei Männern und Frauen. Also in Amerika sieht man den gleichen Trend. Und die Frage, die ist hier berechtigt in dem Editorial, is acute myocardial infarction disappearing? Also die Erfolge sind so groß, dass man davon ausgeht, dass der Herzinfarkt eine aussterbende Spezies ist, weil man den so gut behandelt. Also das ist eigentlich ein ganz großes Kompliment für die Kardiologie. Und ich glaube, jetzt wir tun ja alles in Mainz, das wissen Sie ja mit unserem Chest Pain Unit oder auf dem Netzwerk, was wir in Deutschland generieren, um Infarkte rasch zu erkennen. Und das sind jetzt unabhängig von den ST-Punktinfarkten, aber alle Infarkte rasch zu erkennen und auch schnell zu behandeln. Schlussfolgerung von Professor Wollert, BOOST 2, und ich denke, das ist, glaube ich, die Zukunft. Meiner Meinung nach, Infarktpatienten mit einer eingeschränkten Pumpfunktion haben eine exzellente Prognose beim akuten Herzinfarkt mit der aktuellen Therapie. Wir müssen uns auf die Patienten konzentrieren, die in die Klinik kommen, die ihren Herzinfarkt durchgemacht haben und die eine schlechte Pumpfunktion, bei denen eine ischämische Kardiomyopathie wahrscheinlich diagnostiziert wird, und die können, denke ich, zukünftig davon profitieren. Welche Zellen? Es gibt Studien, die zeigen mesenchymale Stammzellen besser. Das ist alles, was man sicherlich noch mit einem Fragezeichen versehen muss. Also wo man jetzt nicht drauf eingegangen bin, wo ich ehrlich gesagt auch zu wenig verstehe davon, dieses Ex vivo Reprogramming und In situ Reprogramming, dass man das vielleicht im Endeffekt dann mal als Anti-Aging-Therapie insgesamt einsetzen kann. Verjüngung des Herzens durch Stammzelltherapie, eine Illusion. Ich denke, das ist eine Frage, wo ich persönlich glaube, dass es im Moment zumindest noch eine Illusion ist. Und das ist ein Punkt, den man vielleicht mit dem Andreas dann hart diskutieren kann. Vielen Dank.